Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Feed the Beast Presents Hermit Pack. So, da haben wir schon wieder Gold gefunden. Geil, 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 geil. So muss das sein. Da wir Gold nämlich brauchen. Und das nicht wenig. So, denn ich will ja die Forestry Farm diesmal bauen. Die Multiblock Farm. Und da brauchen wir ein paar Sachen für. Da brauchen wir natürlich den Carpenter, da brauchen wir den Thermionic Fabricator. Da brauchen wir einiges an Tin, da brauchen wir einiges an, ich weiß gar nicht, was noch alles, aber einiges von allen. Was ist das? Ach, Bauxit. Also das anders genannte Aluminium im Prinzip. So, das war was? Da war da das Resonating Ohr, ne? Nehmen wir mal mit. So, was macht man damit eigentlich? Ach, das ist der Void Ore Miner. Da bin ich gespannt drauf, auf das Ding. Habe ich jetzt rechts? Ja. U war das. Deep Resonance Manual, okay. Smelting, da können wir Resonating Plate. Das können wir uns mal angucken. Redstone ein bisschen ein Buch. Schauen wir mal. Wenn wir oben sind. Vielleicht machen wir die Folge sogar noch. Ein bisschen Gold haben wir ja jetzt schon. So, ein bisschen was geben wir noch. Haben wir schon wieder so ein komisches erst auch LED. Oh, egal. Gehen wir mal nach oben. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich werde definitiv mit die Toolforge können wir natürlich unten stehen lassen erstmal, die brauchen wir gerade nicht. Wie gesagt, ich werde definitiv mit Forestry die Farm bauen. Strommäßig ist halt so eine Sache. Strommäßig, da müssen wir mal schauen. Danke nochmal für die Kommentare auf jeden Fall, dass dieses GP zum Beispiel eine neue Energieform ist. Aber wie gesagt, da muss ich mir noch ein bisschen... Wo ist ein Monster? Fängt ja schon wieder geil an hier. Es ist ein Monster in der Nähe. Mitten im Raum. Geht doch. Geht doch. Und es brennt. Ah, da haben wir noch so ein Kristall. Sehr gut. Das ist alles Stein. Kommt alles hier rein. So. Guck mal, da haben wir schon mal ein paar Sachen. 18 Gold haben wir. Haben wir ein Buch? Wahrscheinlich nicht. Leder haben wir wahrscheinlich auch nicht. Wäre schlecht. Aber ich weiß, wo wir ein Buch herkriegen. Stirb. Hier ist nämlich ein Dorf. Hier ist so bestimmt auch eine Bibliothek irgendwo drin. Sie gehe ich mal stark von aus. Ah, da ist er doch. Sehr gut, da kriegen wir ein Buch. Hallo, ich möchte nur mal kurz ein bisschen eure Bücherregale plündern. Denn ich brauche die Bücher. Danke und tschüss. Ach ja, die neue Dingens hier. Man kann ja jetzt Wege bauen hier. Mit der Schaufel rechtsklick. Auf Gras, wohlgemerkt. Nicht auf normale Dirt, nur auf Gras. Ach, da ist ein Skelett gestorben. Sehr schöne Knochen nehmen wir doch mal mit. So, ein paar Bücher. So, ein Buch brauchen wir. Wir brauchen Redstone. 3 Stück, wenn ich das richtig gesehen hatte. Und ein Erz. Und dann müssen wir das, irgendwie das,
und dann das. War das so? Ja. Da ist das Manual. Gucken wir uns das mal an. Resonating Ore, Crystals, Radiation, Machine Frames, Generator. Generator. Generator Multiblock. Ach du Scheiße. Single Block. Was? Zwei Crystals? Maximum 10.000 F-Footing? Energy Collector, Generator Controller. Und wie groß muss das Ding sein? Machine Frames. Okay, das ist ja relativ einfach. Das geht auch noch. Okay. Tank, Smelter, Purifier. Resonating Ore. Okay. Aber das ist ein Multiblock. Was heißt jetzt Multiblock? Need a generator multiblock. Basis of the block is generator which you craft as follows. Single block support, also. If you need to handle more, you have to add blocks to your generator. The generator on its own cannot get the power out of the crystals. For that you need the energy collector on top of the generator multi-block. Only one collector can be put as single generator multi-block. You can make this collector as follows. Das heißt, ich muss im Nether. Und dann brauchen wir noch den Controller. Okay. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall in den Nether. Alles klar. Wir müssen auf jeden Fall in den Nether. Das heißt, wir werden uns jetzt mal ein bisschen Lava machen. Ein bisschen Obsidian machen natürlich. Das heißt, wir nehmen uns mal einen Eimer. Wir nehmen uns mal ein bisschen Wasser mit. Und dann gehen wir mal runter in den Lavasee und gehen mal ein bisschen Obsidian knüppeln. Denn wir müssen in den Nether. Worauf ich mich richtig freue. Wenn man nicht fliegen kann. Gibt es hier eigentlich Jetpacks oder so? Gibt es tatsächlich. Von Industrial Craft, die, ne? Ja. Industrial Craft ist natürlich auch eine Möglichkeit, anzufangen. Machen wir Industrial Craft. Da sollen ja auch ein paar Änderungen geben, ne? Habe ich gehört und gelesen. Theoretisch könnte man das echt machen. Guck mal an. Ja, da ist auch ein bisschen Obsidian hier. So, knüppeln wir das Obsidian mal weg. Dauert jetzt ein bisschen mit dem Hammer natürlich, aber da kriegen wir direkt einen neuen. Zweimal gemacht, zack, haben wir ein Netherportal. Ein bisschen dauern ist gut, ey. Hallo? Heute noch? Sollte auf jeden Fall gehen, weil der Diamond. Nee, geht nicht. Boing. Der muss doch. Ich muss den erst aufwerten. Mit Diamanten. Verdammt, dann nehmen wir mal Diamanten. Sollte, wenn es noch geht, dass man da. Modifier mal drauf. Da theoretisch müsste das gehen, ja. Mining Speed ist natürlich jetzt nicht so geil von 2, aber der braucht ja Obsidian Mining Level. Das sollen wir mit der Spitzhacke vielleicht auch machen, falls wir Kobalt finden. Das heißt, 2 Diamanten. Nehmen wir mal mit. Und dann gucken wir mal. So. Ich hoffe, das geht noch so. Ich weiß es nicht. Hätte ich da eigentlich jetzt lange drauf umknüppeln können. Aber gut. Man muss ja nicht alles wissen, ne? Habe ich jetzt die. Ne. Ich wollte schon sagen, ne? So, den. Genau, dann hat er nämlich Mining Level Obsidian.
Achso, da geht auch so, ja. Klar. Mining Level Obsidian. Problem ist natürlich, Mining Level Ardite habe ich noch nicht. Da brauche ich, glaube ich, das Alumite für. Das heißt, da brauche ich Obsidian, Eisen und Aluminium. Oder Bauxit, glaube ich. Gucke ich mal, ob es das überhaupt noch gibt. Das wäre nämlich auch cool. Und dann, sobald wir Kobalt haben, einen schönen Kobalthammer bauen. Aber erstmal jetzt hier das Obsidian abknüppeln. So, 9 Stück. Und das ist ja Gold, cool. So, da haben wir schon mal 9. Hey, hallo. Lassen wir da hinten hin. So. So, dann haben wir die mal weg, die 9. Haben wir schon 18. 18 Stück reichen für ein Nether-Portal natürlich. Dieses Menulin gibt's ja, das weiß ich. Das gibt's auf jeden Fall noch. Also müsste eigentlich auch dieses Alumite noch geben. Und Alumite, wie gesagt, da bräuchten wir Obsidian für. Jetzt wird ja der Kopf erstmal reichen im Prinzip. Wo ist jetzt die 18? Hallo? Ernsthaft? Was hat die eigentlich für Mining Speed? 6,5, ja. Dreimal so schnell ungefähr. Guck mal, nehmen wir nochmal 2, 3 mit. Dass wir 20 haben. 2, 4. 10 braucht man ja für Portal. Also reicht das eigentlich 18. Reicht vollkommen erstmal. Ja. Und dann gucken wir mal, ob es das eigentlich noch gibt. Alumite. Gibt es das? Ich guck mal kurz. Gibt es das noch? Alumite. Ne. Okay. Was ist denn dann die Stufe, um Ardite abzubauen? Und Kobalt. Muss ich mal in das Buch gucken, das Schlaue. Aber wie gesagt, erstmal gleich ein Nether-Portal, was relativ cool ist. Dann gehen wir mal hier in eine 1.10er-Version in den Nether, der wahrscheinlich sowieso nicht großartig anders ist. Sollte auch auf jeden Fall nicht. So, was haben wir denn, ne? Steel, nein. Let. Da war Ardite. Kobalt. Mining Level Kobalt. Mining Level. Achso. Da ist Ardite. Mining Level Kobalt. Kobalt? Wo ist denn das Mining Level Ardite? Obsidian ist Steel. Obsidian. Pick Iron. Iron. Obsidian. Kobalt. Obsidian ist das. Obsidian? Okay. Obsidian ist höher als Eisen, mit Diamond. Okay, das wusste ich nicht. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, ob man den so baut. Und ob man den gießen muss. Das müsste man natürlich jetzt wissen. Wird so gebaut, alles klar. Mit 2 wird das gebaut. Aber das reicht eigentlich auch, dass wir den... Ach scheiße, jetzt mal zu Toolforge. Irgendwann haben wir vielleicht 2. Aber davon ab, die könnten wir jetzt eigentlich noch wieder mitnehmen. Die könnte ich eigentlich immer mitnehmen, nur runter, wenn ich meinen gehe. Wäre ich am einfachsten. Aber gut, gut zu wissen, dass Obsidian jetzt auf jeden Fall härter ist als... oder jetzt im Prinzip das Alumite ersetzt. Alumite war ja vorher die Version, die man brauchte, um... Kobalt abzubauen, oder besser Ardite am Anfang, und Ardite brauchte man dann, um Kobalt abzubauen. Das war so die Stufe, wenn man es gibt auch hier diese Iguana Tinker Tweaks, da war das ja so, da musste man ja immer die vorige Stufe erst bauen, damit man das nächsthöhere abbauen kann.
Das wurde dann wohl jetzt ein bisschen geändert. Und muss man die reparieren noch, bevor man, bis man die... Ne, braucht man nicht. Okay. Das ist also ein Obsidian-Pickaxe. Das ist sehr gut, weil dann können wir auch Kobalt abbauen, wenn wir im Nether sind. Was ich auch wollte. Darum habe ich das gebaut. Falls wir Kobalt und Adelheid finden. Denn Kobalt ist, glaube ich, immer noch eines der besten Sachen dafür. So. Wir bauen uns hier irgendwo ein Netherportal hin. Ich würde sagen, wir bauen uns das halt einfach mal hier irgendwo so hin. Das reicht vollkommen. Oh, cool. Was war das? Bohnen. Ein paar Bohnen. Kann man die anpflanzen? Von Random Things. Kann man die anpflanzen? Oh, tatsächlich. Cool. Dann pflanzen wir an. Haben wir noch Platz? Komm, so viel hier Beete brauchen wir nicht. Rote Beete hier. Beetroot. Oder keine Sau so viel. Wo war unser Pflanzenzeug da, ne? So, hier bitte. Sehr schön. So, jetzt bauen wir mal kurz ein Portal. Hier hinten irgendwo hin. So. 1, 2. 1, 2, 3. So, gib mir mal kurz ein Dirt. 1, 2, fertig. So. Das ist das Portal fertig. Und dann gehen wir jetzt mal rein. Da ist, wir bräuchten 8. Ja gut, wir bräuchten theoretisch 8 Obsidian, um... Hatte ich jetzt alle Eisendinger mitgenommen? Das ist ganz schön frech. Aber wir haben, glaube ich, noch... Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch 4 Blocks jetzt da dran. Ich hatte noch welche eingeschmolzen. So, wir brauchen einen Flint. Ein Flint in Stiel. Saugeil. So, dann legen wir mal kurz ein bisschen was ab noch. Und dann gehen wir mal ganz dezent in den Nether. So, den brauchen wir auch gerade nicht. Die Chilte brauchen wir gerade nicht. Bucket nehme ich mal, lass ich mal hängen. Und dann schauen wir mal. Nehmen wir den Nether. Juhu. Mal das Schwert. Ich sollte mir vielleicht mal ein Eisenschwert bauen. Wäre vielleicht mal geil. We need to go deeper. Haben sie bei Pferderegner auch gesagt. Wow. Das war... Da unten ist direkt ein Blaze. Willst du mich verarschen? Haben wir denn sowas hier? Au. Au. Das ist uncool. Das ist richtig... Hey. Ich komme gleich wieder. Blaze ist natürlich jetzt kacke. Haben wir einen Netherrost drauf? Ich muss unbedingt mal den Scheiß ausmachen. Mit dem Hopsen, das ist natürlich doof. Autojump, mach mal bitte aus. Danke. Weil da bin ich jetzt gerade fast abgesegelt. Und das ist kacke. Wir werden uns jetzt mal ein paar Steine mitnehmen und uns da irgendwie einbauen. Das Portal. Weil ich keine Lust habe auf den Blaze. So. Und vor allen Dingen keinen Bock habe, da irgendwie runter zu segeln. Ach ja, ein Eisenschwert wollte ich mir bauen. Zwei Eisen. So. Schön mal ein Eisenschwert mitnehmen, wenigstens. So. Und wieder zurück. Blaze ist natürlich asozial, wenn der da direkt am Dingens ist. Da habe ich ja richtig Bock drauf. So, machen wir hier wenigstens ein bisschen zu. Wie gesagt, im Blaze habe ich echt keinen Bock. Da unten ist er in der Lava, hängt da rum. Da kann er von mir aus auch rumhängen. Da kommt er.
So. So, mal hier hoch. So, mal zubauen hier, Kack. Ja, jetzt kommt noch ein Gas, klar. So, hier. Kann schon mal nichts auf die Nüsse gehen hier. So. Geil. Haha. So, sehr schön. Haben wir da schon mal ein bisschen Schutz vor. So ein klein wenig, auf jeden Fall. So, hier haben wir direkt ein bisschen... Netherquarz, was gut ist, das brauchen wir ja. Aber ich würde sagen. Was? Ach so, ein scheiß Phantom. Meine Herren. Gut. Wie wir uns durch den Nether schlagen, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde Vizebeast, Püsent, Hermit Pack, Schüssingen.